Heute möchte ich euch mitnehmen zu einem besonderen Wasserhahn. Da gibt es ein paar kleine Spielereien in Schwarz von Kelleria. Hallo und herzlich willkommen und auf meinem technischen Kanal und schön, dass ihr zum neuen Video wieder eingecheckt habt. Das sage ich immer zu gerne und freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute mal so ein bisschen aus der Haushaltsabteilung. Wasserhähne, ja, die sind ja schön zum Ausziehen. Ich mag die Dinger, aber man kann sich ja immer eine Etage verbessern. Und da mir der besonders gut gefallen hat, er ist zwar in Schwarz, ich glaube, den gibt es aber auch in Edelstahl, oben verchromt. Sieht ein bisschen komisch aus, der hat so eine längliche Form. Da ist nämlich, den kann man einmal so verstellen in Waagerechte, dann ist er so. Den gucken wir uns dann gleich mal an. Und da kann man dann Normalwasser laufen, Brause, dann braust er ab und kann das Ganze noch umstellen, ausziehen und wie eine Dusche. Das funktioniert nämlich auch. Und dazu würde ich euch heute gerne mal mitnehmen. Der Kelleria hat uns besonders gut gefallen, weil er in Chrom und Schwarz ist, passend zum Umbau in unserer Küche. Wie gesagt, es sind ganz viele Veränderungen hier in der Zukunft und wir gestalten das gerade, ich mit meinem Sohn gestalte ich das gerade ein bisschen um. Vom Anbau werden wir weniger sehen können, weil das immer schlecht ist, unter der Spüle das zu zeigen. Na, was zu beachten ist, dieser Wasserhahn, das hat mich ein bisschen geärgert, ist nichts für dicke Tischplatten, also Arbeitsplatten, die mag er gar nicht. Er nimmt gerne diese standard dünnen Platten, die es heutzutage gibt. Also alles, was über 4,5 cm ist, ist schon schlecht. Da mussten wir dann ein wenig, das sage ich jetzt vorher, da die Hülse etwas abschrauben. Und naja, was mir nicht so besonders gefallen, das Ding hat einen Halbmond zum Verschrauben, da müsste der Hersteller mal so ein bisschen nachbessern. Ansonsten ist der Wasserhahn super, es hat etwas Schwierigkeiten beim Anbau gegeben. Und wie gesagt, ich kann euch nur das Unboxing zeigen und wie das Ding nachher hinterher dran ist an der Spüle. Das sind bei uns aber auch Ausnahmefälle. Wie gesagt, standardmäßig werden heute etwas dünnere Arbeitsplatten verwendet, wie zum Beispiel so eine ganz normale Tischplatte. Wir haben noch eine relativ dicke. Da hätte es dann höchstwahrscheinlich anders ausgesehen. Ja, und zu diesem kleinen Video würde ich euch herzlich einladen und ich hoffe, ihr habt Lust und Bock. Es geht ab zum Kelleria, Wasserhahn, Brausen, Check. Viel Spaß beim Video. So kommt ihr verpackt von Kelleria, Kitchen, Bedroom, Vauchet, ja genau, also naja, auf jeden Fall schon mal edel verpackt. Das Ding ist in Schwarz und Chrom. Ich hätte ihn gerne vielleicht auch in gebürstet gehabt oder wie auch immer, aber man kann sich das manchmal nicht aussuchen. Ne? Ist eine englische Anleitung bei, finde ich jetzt nicht so. Aber da ich das schon öfters gemacht habe, weiß ich das. Oder beziehungsweise hier ist noch mal eine Abbildung, was drin ist. Ich habe es ein bisschen einfach, weil ich mir mal Verlängerungsschläuche gelegt habe. Na, oder ist hier auch sogar... Doch, Gebrauchsanweisung in Deutsch. Okay. Also das ist eine englische Abbildung. Informationshinweise, technische... Also viel vom Installieren steht hier nicht drin. Ne? Ja, wie gesagt, er hat was Besonderes. Und zwar nehmen wir das mal alles raus gleich. Und schauen uns das gleich noch mal näher an. So, wir haben jetzt erstmal das Gewicht hier dabei. Das müsst ihr anschrauben. Da weiß ich noch nicht so ganz. Ach, das ist für den... Weiß ich auch nicht. Also da soll noch mal der Schlüssel. Das muss, steht aber nichts in der Bedienung. Hier ist noch mal ein Imbus dabei. Ein paar Handschuhe. Das kommt dann nachher da unter als Dichtung und. Wird dann noch mal so untergesetzt als Verbreiterung. Was zu beachten ist, den hier müsst ihr nachher... einfach reinstecken. Das ist eine Schnellkupplung. Und da kommt dann noch das Gewicht dran. Dann haben wir unsere Warmwasserleitung, Kaltwasserleitung. Beides gekennzeichnet. Blau für kalt, warm für weiß. Das Besondere an diesem Teil ist, dass man den hier extra einmal so, das können wir dann nachher mal sehen, und einmal so schalten können. Ob das unter, hier ist auch nochmal ein Gelenk drinne. Das Ganze ist dann hier so drinne. Dementsprechend kann man das drehen. Das sehen wir uns aber nachher nochmal an. Dann haben wir hier eine Brause. Und das fand ich das Interessante. Was auch gut ist, ist hier, der ist nochmal blau und rot ist hier nochmal mit einem Punkt gezeichnet. Ich werde das Ding jetzt mal anbauen mit meinem Sohn zusammen.
Mal gucken wir uns das. Also vom Anbau kann ich nicht viel zeigen. Es ist super eng da, Leute. Ne? Es ist einfach, das zu verschrauben, das unterzumachen und den da unterzuschrauben und dann das Ganze zu kontern. Hier gibt es natürlich auch noch einen Dichtungsring, der da reingehört. Ne, das müsst ihr hier abschrauben. Und das wird dann gegengekontert. Was ich vorteilhaft finde, ist, dass hier, das ist hier geteilt. Das machen nicht alle Hersteller. Dann kann man dann nämlich die Schläuche jetzt hier da so durchführen. Viele machen das zu. Und was immer gut ist, dass man hier das kontern kann, dann kann sich das auch hinterher nicht verdrehen. Also Einbau, halbe Stunde, wenn man gut ist, schafft man das. So Leute, das glaubt mir gar keiner, wenn ihr das nicht seht. Ich musste wirklich davon was absägen, weil das Gewinde vom Wasserhahn ist definitiv zu kurz für eine normale Platte. Ich glaube, die hat 5 cm. Das ist etwas dickere, also keine normale Arbeitsplatte. Heute macht man ja dünner, aber das geht nicht. Hersteller, hier musst du auch mal an die älteren Platten denken. Gut, ich messe die Platte gleich nochmal und dann, ja, unglaublich. So, jetzt kommen wir mal zu den Funktionen. Was haben wir normal? Da kriegt er nochmal eine Brause, wenn ihr das seht. Abstellen, umdrehen, Dusche. Das ist wirklich gut. Ja, wir können ihn jetzt hier auch ausziehen, bis da, wo man ihn hinhaben will. Das heißt, ja, da unten hakt er, man muss hier noch ein bisschen was machen dran. Ja, kann ihn hier umdrehen wieder. Optisch sehr schön gemacht. Blauer Punkt, roter Punkt. So ist warm. So ist kalt. Na, da gibt es nicht dran zu meckern. Aber dass der auf einer, ich habe es gemessen, unsere Arbeitsplatte, die kommt sowieso mal raus, ist 45 cm. Da passt er nicht. Dass man da was absägen muss, ist schon grauen. Dann dieser Halbmond zu verschrauben, das hält überhaupt nicht richtig. Also da muss man sich wirklich vorsichtig da. Er ist jetzt relativ fest. Man kann ihn auch schwenken, ohne dass was passiert. Aber es hat wirklich gedauert, diese Konstruktion festzukriegen. Ansonsten kommen wir dann gleich mal zu meinem Endreview. Also was der Hersteller auf jeden Fall ändern muss, das habe ich eigentlich so auch in meiner Laufbahn bei den vielen Wasserhainen gesehen habe, nicht gesehen. Also man sollte in der Bedienungsbeschreibung doch aufnehmen, beziehungsweise in der Produktbeschreibung, für welche Stärke der überhaupt geeignet ist. Man kann unten dieses Rohr, vielleicht kann man das ausdrehen, und ich habe es nicht ausprobiert und habe den Tag gepennt. Das ist vielleicht durchaus möglich, geht bei manchen. Das ist ja so ein Gewinderohr, was man dann durchsteckt. Dann kommen diese Plastikadapter, den musste ich ja durchschneiden, das haben wir ja gesehen. Den habe ich dann verkürzt, weil das auf der 4,5 cm dicken Platte bei uns nicht gepasst hat. Dann ist nachteilig, wirklich die Verschraubung ist ein Halbmond, dass man die Schläuche da durchführen kann. Das ist unnötig. Da fasst das Gewinde dann wirklich ein wenig schlecht, muss man ehrlich sagen. Ich habe mich ein bisschen rumgeärgert da. Ich habe es aber dann festbekommen. Allerdings, aber gut, das ist eine Sache, die geht gar nicht. Da muss der Hersteller auch nochmal lieber eine Vollschraube nehmen, weil man bekommt die Schläuche nämlich durch. Toll ist natürlich, und jetzt kommen wir zu den positiven Aspekten, wenn das Ding erstmal fest ist, ihr müsst ja dann unter normalen Arbeitsplatten kann das dann wieder funktionieren. Kann ich jetzt nicht von mir sagen. Aber man kann das ganze Teil dann einfach mit einem Schnellverschluss, wenn man das Gewicht dran hat, nochmal extra für den dritten Schlauch verbinden. Die Schlauchverbindungen sind gut, da gibt es nichts dran zu meckern. Und was mir wirklich gefällt, und das war ja der Aspekt, warum wir jetzt haben wollten, der Wasserhahn steht ja nun so, habt ihr ja gesehen, den kann man dann ziehen, normal seinen Auslauf, oder man kann drücken, und dann bekommt man einen richtig heftigen Brausestrahl. Da kann man schön Auswaschungen für Gemüse und was man da so hat, kann ihn auch wieder reinstecken. Man kann ihn verdrehen und dann hat man auch nochmal eine Brause. Gleich eine Brausewirkung, etwas großflächiger. Das hat mir sehr gefallen. Er ist in schwarz. Vielleicht wäre mir so ein bisschen leicht
Chrome lieber gewesen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es den so gibt. Dazu müsste ich gleich mal nachschauen. Nee, derzeitig gibt es den für 80 Euro Black Friday Angebot. Also, und hier 10 Euro Anwendungscoupon. Der ist 360 Grad drehbar, Edelstahl, Hochdruckschlauch, steht hier jedenfalls, 3 Wassermodis hat der. Und ich muss mal gucken, wie gesagt, da bin ich so ein bisschen sauer drüber gewesen. Er hat also knapp 4 Sterne bekommen von mir. Das ist so ein bisschen ärgerlich, sage ich mal. Ne? Ansonsten ist im Lieferumfang wirklich alles enthalten, was man braucht. Und wie gesagt, ich kann mir die Produkte auch nicht mehr alle so merken. Aber das ist halt wirklich absolut ärgerlich. Ne? Das sollte man, da mussten die noch mal ein bisschen nachbessern. Ansonsten wirklich tolles Teil. Wir sind super zufrieden. Wir haben ihn jetzt mindestens schon 14 Tage haben wir ihn in Gebrauch. Mein Sohn und ich sind damit sehr zufrieden, muss man ehrlich sagen. Und deswegen landet er trotzdem in der Videobeschreibung. Von mir 4 Sterne, Verarbeitung ist gut, da gibt es nichts dran zu bauen. Diese Funktionen sind wirklich toll. Na, ich hoffe, der Hersteller bastelt da nochmal an der Halbmondschraube ein bisschen rum. Vielleicht haben wir einfach nur Pech gehabt. Sagen wir mal so. Knapp 4 Sterne, 3,9 in der Produktbewertung. Das reicht also, um in die Videobeschreibung zu kommen. Wer sich den kaufen will, kann ich wirklich empfehlen. Vorausgesetzt, ihr habt wirklich eine dünne Arbeitsplatte, dann braucht ihr da nicht so einen Filler-Fans machen wie ich. Da solltet ihr darauf achten. Ich glaube, die normalen Arbeitsplatten, wenn ich es nochmal nachmesse, da passt er dann wieder hier. Machen wir nochmal auf die Schnelle. Die sind dann 22 mm, da passt das dann schon wesentlich besser. Dann hat man auch genug Gewinde, wo man es anziehen kann. Lässt sich natürlich auch schwenken in alle Richtungen. Na, das geht natürlich auch. Ja, wie gesagt, landet bei mir in der Videobeschreibung, ist ein sogenannter Amazon-Partnerlink. Da kriegt der Kanal eine kleine Provision. Ihr müsst auch nicht mehr bezahlen. Ist gekennzeichnet bei mir mit AMZ und einem blauen Punkt. Wäre schön, wenn ihr diesen Link nutzt. Und solltet ihr dafür schon mal danke. Natürlich könnt ihr einkaufen, wo ihr wollt. Solltet ihr Fragen haben, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Würde mich auch mal interessieren, was ihr davon haltet. Nächste Video ist am Start. Ich kann mich an dieser Stelle nur verabschieden. Mir hat es Spaß gemacht. Es tut mir leid, dass ich da unten nicht so viel zeigen konnte, wie man das alles verschraubt. Aber da ist mega eng und da ist auch, war ein ganz mieser Tag. Saki hat auch mal miese Tage. Ne? Es war wirklich, da ist auch noch so ein Teil zum Ausziehen drin und das war alles sehr kompliziert und da ist es halt sehr eng. Da kann man auch die Anschlüsse, das Verschrauben nicht sein. Aber diese Verschraubungen sind lang genug, das kann ich euch sagen. Müsste nur für normale Umstände eigentlich reichen. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es das denn getan hat, dann lasst doch den Daumen in nördliche Richtung wachsen und natürlich für den kleinen Kanal ein Abo da. Wir können das ganz gut gebrauchen. Es geht fröhlich weiter in Richtung Technik, PCs, alles, was ich so jetzt noch am Start habe. Das ist reichlich. Na, und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und an die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr kein Video verpasst. An dieser Stelle sage ich Tschüss, bye-bye, bis zum nächsten. Ich freue mich schon auf euch. Technikcheck hier auf dem Kanal. Macht's gut. Bis dahin, euer Ducky. Bye, bye.